Es war die heimliche Love Story der letzten Let's Dance Staffel, oder zumindest die Love Story, die sich die Fans gewünscht hätten. Denn offiziell haben sich der ehemalige Fußballer Rurik Gislason und die Schauspielerin Valentina Pade nämlich nie zu den Liebesgerüchten geäußert, die sie bereits während der Dreharbeiten im vergangenen Frühjahr umschwirrten. Nun gibt es mal wieder neue Nachrichten von der Gerüchtefront, doch die klingen gar nicht schön. Valentina Pade und Rurik Gislason, sie hüllten sich in Schweigen, für die Fans von Let's Dance schien die ganze Geschichte wie ein Märchen auszusehen. Rurik Gislason und Valentina Pade tanzten sich mit Renata und Valentin Lusin ins Finale. Ein echtes Paar und eines, das scheinbar auch eines werden sollte, auch wenn die Beteiligten es nie bestätigten. Nachdem der Ex-Fußballer den Sieg geholt hatte, tauchten immer wieder Fotos der beiden auf. Wie sie teilweise sehr vertraut durch Berlin oder Düsseldorf spazierten. Fragen über ihren Beziehungsstatus wichen die beiden stets aus und so stand ihre vermeintliche Liebe als unausgesprochenes Geheimnis über allem. Bis jetzt. Denn wie das Portal Promiflash berichtet, ist Valentina Pade Rurik Gislason auf Instagram entfolgt. Dieser Schritt muss zwar nichts bedeuten. Hat sich in der Vergangenheit aber bereits bei vielen Promi-Paaren als guter Indikator in Sachen Beziehungsstatus erwiesen. Valentina Pade und Rurik Gislason, was verrät Instagram? Schließlich entfolgen sich auch normalos gegenseitig, wenn eine Beziehung endet, oder man sich anderweitig von einer Person lösen will, um nicht mehr ständig mit Einzelheiten aus dem Leben des anderen konfrontiert zu werden. Dieser Schritt fällt dann aber eben auf. Ganz egal, wie geheim man eine etwaige Beziehung zuvor gehalten hat. Bestätigungen für diese Indizien gibt es freilich nicht. Denn wo es keine offizielle Beziehung gibt, gibt es auch keine Trennung. Zumindest am gleichen Ort scheinen Valentina Pade und Rurik Gislason im Moment nicht zu sein. Der Ex-Fußballer zeigte sich auf Instagram in seiner isländischen Heimat, die Schauspielerin war offenbar bei einem Italiener essen.